Schön sind ihr dabei beim Yoga für Rücken und Wirbelsäule. Nehmt eine ganz bequeme Sitzhaltung ein, vielleicht auf einer Küsse oder auf der Matte, im offenen Lotussitz, Schneidersitz. Schaut, ihr gerade die Wirbelsäule hin, schön entspannte Schultern und atmet ganz bewusst ein durch die Nase, Lunge, so gut es geht im Bauch. Und vom Bauch durch die Nase ganz bewusst aus. Geniessen jede Einatmung und jede Ausatmung. Und spüren vielleicht auch ganz bewusst für sich Brustkorb und Bauch hebt bei der Einatmung und sich Bizeps wieder senkt bei jeder Ausatmung. Mit der Ausatmung und mit dem Kopf nach vorne kommen. Das Kinn richtig Hals. Den tief einatmen, das Kinn richtig Decke, so weit wie es gut geht. Mit der Ausatmung wieder nach vorne, das Kinn richtig Hals zu, Nacken schön lang machen. Tief ein und das Kinn wieder richtig dick. Mit der Ausatmung langsam nach vorne. Tief und wieder gegen Oberkopf. Aus, wieder nach vorne, das Kind richtig Hals zu. Drei Atmung, wieder nach oben. Aus, wieder nach vorne, das Kind nochmal zum Hals zu. Und dies Kinn nochmal ganz bewusst richtig Decke bringen. Und dann ausatmen, nochmal das Hals und Kinn zusammenbringen und dann mit drei Atmung wieder rauf, Kinn richtig dick. Und mit drei Ausatmung noch ein bisschen zur Mitte zurück. Mit der nächsten Ausatmung Kopf nach rechts austreiben, so eine leichte Dehnung spüren. Dreiatmig wieder zur Mitte und aus nach links. Und mit Dreiatmig wieder zur Mitte zurück. Aus nach rechts. Mit Dreiatmig schön zur Mitte zurück. Aus nach links. Hier zur Mitte zurück und noch rechts nochmal mit raus atmen, so leichte Dehnung spüren und hier wieder zur Mitte zurück und aus zur linken Seite und mit drei atmen wieder zur Mitte zurück und bleiben. Tief atmen. Kann die Augen langsam wieder öffnen. Die Ausatmung, beide Beine nach vorne ausstrecken. Schön auf beiden Sitzknochen sind. Und ja, mit Arm aufbringen, Schulter setzen, noch eine ganz gerade Wirbelsäule hin. Schön entspannt, Schulter, Arm, so gut es geht, die Verlängerung vom Körper, Handflächen, schauen sich an. Probieren einen Moment ganz gerade aufrecht zu hocken. Zehen vielleicht richtig Körper zu, Fersen wegdrücken. Ganz viel Kraft im Bauch. Tief atmen. Und mit der nächsten Ausatmung nach vorne entspannen. Ganz bewusst aber Körper lang machen. Und so weit nach vorne gehen, wie es gut geht, wenn ihr euch wohlfühlen. Nehmt gerne einen Gurt, nehmt als Hilfsmittel, nehmt einen Gurt
und er umführt, um heben euch dort. Das ist Gott. Probier mit jeder Ausatmung mehr hin zu entspannen. Ja, mal langsam wieder hochkommen. Das rechte Bein über das linke aufstellen für einen Drehsitz. Und auf Beinersitz genommen bleiben mit der Ausatmung die linke Hand zum rechten Bein. Und die rechte Hand ganz nah zum Körper und schön zu der rechten Seite ausdrehen und tief in den Arm. Da probieren die Wirbelsäule ein bisschen aufrichten und ganz bewusst atmen. Atmung, wieder nach vorne gehen, beide Beine ausstrecken, dann das linke über rechts aufstellen, dann nächste Ausatmung zur linken Seite ausdrehen, die rechte Hand zum linken Bein bringen und die linke Hand ganz nah zum Körper. Und hier wieder probieren, eher eine gerade Wirbelsäule zu haben und schön tief in den Arm. Dreiatmung, wieder nach vorne kommen, in Schneidersitz, offener Lotussitz. Wenn ihr einen Block habt, könnt ihr den auf die linke Seite legen. Ja, mal rechts auf den Kopf. Aus, mit dem rechten Arm schön zur linken Seite kommen. Lang machen. Dann mit der nächsten Ausatmung auf den Ellbogen nachkommen, wenn es geht. Ganz ein und aus auf den Block. Und achten darauf, dass ihr auf den Betnersitz genau bleiben. Und ganz bewusst dir recht in der Lang. Mit der Ausatmung Arm vor dem Körper anbringen, mit der Einatmung auf und aus. Und ganz lang. Und richtig schön geniessen. Dreiatmung auf den Kopf, aus den Armen anbringen, Beiwechsel und den Block hin auf die andere Seite. Die rechte Hand auf den Boden, ja, mal links auf den Kopf und aus. Nach oben rechts zu, ganz bewusst Länge drehen. Der nächste Ausatmung auf den Ellbogen kommen, entweder auf den Block oder auf den Boden, was geht. Ganz lang machen. Schön auf den Sitz genommen bleiben. Tief atmen. Ausatmung, die Arme anbringen mit der auf den Kopf und aus, ganz bewusst zu der rechten Seite zu, tief in die Atmung. Mit der Einatmung wieder auf den Kopf aus, die Arme anbringen. Block auf die Seite legen. Sitzende Päckchen kommen, Beine schon heranziehen, die Hände um die Skibeine bringen. Wirbelsäule gerade und mit Triad mit Fußsohle vom Boden weg. Probier ein starkes im Bauch ganz gerade hocken und wenn es geht, kann der Füße ein bisschen kreisen. Wenn es nicht geht, mit den Füßen oder Fersen weg vom Boden, einfach die Fersen vom Boden stellen und so kreisen. Schön tief atmen.
und selber entscheiden, ob er so bleiben oder beide Hände zum linken Bein bringen und das rechte ausstrecken. Bauch bleibt stark und die Wirbelsäule so gerade wie möglich. Schön Spannung haben, tief atmen. Ja, mal Beine herziehen, Schienbein fassen, schauen schön gerade und stark hocken. Beide Hände zum rechten Bein und auswechseln. Das linke ausstrecken. Drei herziehen, beide Schienbeine fassen. Und aus, die Füße abstellen. Und dann kommt drei ausdrehen und in Vierfüßlerstand kommen. In Tischposition, lang das Händchen unter der Schulter sind, Knie unter der Hüfte wird aber nicht. Und dann kommen die Katze mit Rausatmung schön rund machen. Zur anderen Seite öffnen, so weit wie es gut geht. Dann aus wieder schön und richtig geniessen. Tief nach vorne oben schauen, wenn es geht. Bewusst aus. Ganz rund mal. Tief aus, nochmal schön und drei Atmung öffnen. Aus, nochmal ganz rund, mal richtig geniessen. Öffnen. Und aus, noch ein bisschen gerade, wie ein bisschen in die Zehen aufstellen. Und dann gehen wir in Abwärtslage und holen wir den nächsten Ausatmung. Wie ein Steißbein richtig Decke bringen, die Handflächen im Boden drücken. Schön aus den Schultern kommen, Fersen richtig Boden, so gut wie es geht. Ganz bewusst Kraft reinbringen, richtig geniessen auch da, aber stark bleiben. Und dann kann er ein bisschen laufen mit dem Hund, immer dabei bügeln und das andere strecken. Schön langsam von einer Seite zu der anderen. Stoppen mit der Bewegung. Bleiben. Mit drehen Atmung auf die Knie und aus. Rettere Kinder. Stell die Gesäße, probiere richtig Fersen zu bringen. Und Oberkörper schön auf die Oberschenkel entspannen. Ja, mir in die kleine Kobra. Viel Kraftdruck an Gesäß, nach vorne oder vorne oben schauen, was besser geht. Und tief atmen. Wir probieren ganz stark im Rücken und im Gesäß. Mit der Ausatmung wieder ankommen. Zehen aufstellen und ausatmen, abwärts lagern der Hand. Steißbein richtig Decke. Schön aus den Schultern drücken, Handflächen im Boden. Fersen richtig Boden, so gut wie es geht. Die Mann am Boden sind, aber das Gefühl haben sie, wird den richtig Boden gehen. Komm mit drei Atmung, Zehen alle Lopfen vom Boden. Fersen im Boden drücken und dann probieren wir mit der Ausatmung, die Kleinzehen abstellen. Der nächsten Ausatmung, die zweite Zehe auf B-Seite, mit der nächsten Ausatmung, die dritte Zehe, nächste Ausatmung, vierte und ganz am Schluss mit der Ausatmung, bei die große Zehe und die Zehe bewusst im Boden drücken. Schön Erde. Drei Atmung auf die Knie und aus, Retouré, Kinderstellung. Und schön hier entspannen, geniessen, bewusst atmen.
Dreieck, mehr die Klein. Oder in die Grosskobra, was besser geht. Probier ein Bein, starker Rücken, starkes Gesäß haben. Bei der Grosskobra ganz bewusst lang machen. Tief in die Rampe. Draus atmen, wieder langsamer Hacker. Beide Arme nach vorne ausstrecken. Dann kommen wir in die Heuschrecken mit der nächsten Einatmung. Beide Arme und beide Beine vom Boden weg. Und hat richtig viel Kraft, Druck und Gesäß. Schön tief atmen. Bewusst einatmen, ausatmen. Und mit der nächsten Ausatmung angehen. Moment entspannen. Dann die Arme nochmal ausstrecken. Ja, man, richtig viel Kraft aufbauen. Die Heuschrecken kommen. Stark sein. Vielleicht kann er noch ein bisschen mehr öffnen wie beim ersten Mal. Aus die Atmung, aus dem Kopf, so dass es angenehm ist für den Nacken. Und aus und einen kleinen Moment entspannen. Zum Brustkorb bringen, Zehen aufstellen und ausatmen. Ein abwärtsfliegender Hund. Schön. Steißbein richtig dicke. Ihre Ferse richtig Boden zu bringen. Aus den Schultern trocken, die Handflächen im Boden trocken. Bewusst je und ausatmen. Ausatmung das rechte Bein nach vorne bringen, linkes ausdrehen und dann kommen wir mit Dreiatmung in Krieger 1. Schultern sitzen, die Arme über den Kopf, Handflächen schauen sich an, Grundhaltung für den Arm. Schauen das Knie ob über dem Knöchel ist und liegt dahinter, dass er viel Spannung, Kraft hat. Ausatmung, auch Gott entweder auf den Boden bringen, hin und ausdrehen mit der nächsten Ausatmung in abwärts lagen der Hund. Dann mit der nächsten Ausatmung das linke Bein nach vorne, rechts ausdrehen. Fußsohle kann, Knie über dem Knöchel liegt hinter dir. Ja, mal Darm aufbringen, auf Schulter setzen. Handflächen schauen sich an. Und schauen wieder, dass er ganz stark steht mit Spannung. Und bewusst ein- und ausatmen. Ausatmung, die Hände wieder auf den Boden bringen, hinten der Fuß ausdrehen und retour in abwärts schauen der Hund. Der nächste Ausatmung. Dann atmen auf die Knie und aus, retour in die Kinderstelle. Und einen Moment entspannen und geniessen. Bewusst ein- und ausatmen. Dreiatmung in die Kleinkobra, viel Kraft, Druck an Gesäß. Probier nicht mit den Händen zu drücken, sondern nur mit Druck und Gesäßkraft zu arbeiten. Ausatmung, auch Gott, Zehen aufstellen und ausatmen, nochmal in abwärts lagen. Steißbein richtig dick, schön aus den Schultern drücken.
Kampflehne im Boden, aber wir haben viel Kraft. Die Ausatmung jetzt das rechte Bein wieder nach vorne, links ausreißen auf der Fußsohle. Wir bleiben gerade unten mit dem Oberkörper und strecken einfach mit der nächsten Ausatmung das rechte Bein und bleiben so schön davor, vorwärts bügen. Je nachdem, wie beweglich das sind, lassen die Hände auf dem Boden oder bringen dann die Hände zu dem Bein, zu dem rechten Bein. Wenn es okay ist, Bein ganz strecken, wenn ihr Mühe habt, Knie leicht bügen. Dann nimmst du ausatmen, Knie bügen, die Hände vom Boden und ausatmen, Retour in abwärts lagende Hand. Dann nimmst du ausatmen, das linke Bein nach vorne, rechts aus drei auf der Fußsohle sind. Und ausatmen, das linke Bein strecken und Oberkörper schön entspannen. Und vielleicht mal dort hin zum Bein bringen, je nachdem, wie beweglich das sind. Wenn es geht, lassen die Hände auf dem Boden und probieren das Bein ganz gestreckt. Und bevor, wenn es nicht geht, einfach Knie leicht bügen, den Druck aus dem Knie nehmen. Schön tief atmen. Ausatmung, Knie bügen, hin und raus drehen, mit der nächsten Ausatmung, beide Beine dann nebeneinander bringen, in abwärts liegenden Hund. Schön die Schultern trocken, viel Kraft reinbringen, Steißbein richtig dick. Mit der nächsten Einatmung das rechte Bein richtig dick bringen, wenn es geht, wenn ihr Kraft habt, sonst ausbleiben. Schön die Schultern trocken, lang bleiben, stark bleiben. Mit der nächsten Ausatmung in die Oben, das rechte Knie zwischen den Händen nach vorne schieben, kommt das Bein ein bisschen öffnen, wenn es geht, probieren so gut wie möglich in der Mitte zu bleiben. Einatmen leicht nach hinten und aus, nach vorne, in die Mitte entspannen. Achten darauf, dass schön in der Mitte bleiben, dass ihr nicht auf den rechten Schenkel hocken oder seitlich kippen. Tief atmen. Beide Hände zu den Knie bringen, einatmen, Oberkörper auf, hinten die Zehen aufstellen und ausatmen. In abwärts liegenden Hund. Oder schön die Schulter trocken, stark sein. Die Handflächen im Boden. Einatmen, das linke Bein richtig dick, so weit wie es gut geht. Ganz bewusst Kraft behalten. Und mit der nächsten Ausatmung das linke Knie nach vorne zwischen den Händen schieben, das linke Bein ein bisschen öffnen, wenn es geht. Die Atmung leicht nach hinten und aus, wieder nach vorne, die Mitte entspannen. Und hier probieren, eher in der Mitte zu bleiben, nicht seitlich zu kippen. Geniessen, schön die Dehnung einatmen. Beide Hände zum Knie bringen, Zehen aufstellen und ausatmen. Ein abwärts lagende Hand, der Steißbein richtig dicke. Handflächen Boden, Ferse richtig Boden. Ausatmen, Knie bügeln und probieren Oberkörper richtig Oberschenkel bringen, wenn es geht, ohne Fußsohle bewegen, wenn es nicht geht, zieh den Fersen vom Boden weg. Tief wieder atmen. Und auch nicht näher zusammenkommen mit Händen und Füßen, sondern wirklich so bleiben. Wieder einatmen auf die Knie,
Und aus, Retouré, Kinderstellung. Schön entspannen, wenn du Lust hast, den Kondor bitte hinten nach hinten legen oder vorne lassen. Was angenehmer ist. Tief atmen. Dann mit Reatmung aufkommen. Dann sitzen in die Position und dann auf den Rücken legen. Füße aufstellen. Für die Brücke. Füße und Hüftbeine beieinander. Schön parallel, wenn es geht, unter den Knien, die Arme neben dem Körper. Kann noch viel Kraft aufbauen mit Reatmung. Langsam Wirbel für Wirbel weg vom Boden. Jetzt ganz bewusst darauf achten, dass Bauch und Gesäß ganz stark sind. Lust haben kann mit Reatmung Arm und Schultern unternehmen. Und achten aber auch darauf, dass die Knie nicht mehr wie Hüfte abeinander sind, dass sie nicht zu weit abeinander geben. Dass alles eine Linie ist. Ganz viel Spannung haben. Ich kann das Kinn und Brustkorb zusammenbringen. Tief atmen, ganz bewusst stark sein. Arm führen mit Reatmung. Schön langsam Wirbel für Wirbel abholen. Gesäß kommt ganz am Schluss auf den Boden. Und erst Kraft auslassen, loslassen, wenn wir ganz unten sind. Tief atmen. Schön viel Kraft aufbauen. Einatmen, langsam wieder Wirbel für Wirbel weg vom Boden. So weit es geht, öffnen. Spannung haben, auf Knie achten, dass die Hüfte sind. Achten auf Kraft. Wer mag einatmen, Schultern, Arme unterbringen, Brustkorb und Kinn zusammenbringen. Und wenn es noch geht, mit dem nächsten Jahr mit den Fersen weg vom Boden. Wenn es nicht geht, einfach die Fersen auf dem Boden lassen. Tief wieder ab. Mit der Ausatmung, Fußsohlen abstellen. Stark bleiben, ja, mal Arm und Schultern vorne. Dann langsam und stark mit der Ausatmung Wirbel für Wirbel ab. Und erst loslassen, wenn wir ganz unten sind. Die nächsten Ausatmung Beine heranziehen fürs Päckchen, fassen die Skibeine und ziehen dann mit der nächsten Atmung Beine ganz her und bleiben einen Moment und tief wieder ab. Den nächsten Atmung bei ganz heranziehen, aus Kopf zu den Knien, mit der Atmung wieder rankommen, aus Licht loslassen, dann gehen wir nochmal in den Windlöser, ein Bein heranziehen, aus Kopf zu den Knien, mit der Atmung rankommen, aus Bein, Licht loslassen, drei heranziehen, aus Kopf zu den Knie. Mit drei Atmung langsam mit Raka. Aus Licht loslassen. Nochmal in Herzhöhe. Aus Kopf zu den Knie. Drei Atmung Raka. Aus Licht loslassen. Und dann linke Arm seitlich, die rechte Hand zum linken Bein bringen und ins Krokodil zu. Rechte Seite ausdrehen. Bleiben für einen Moment. Oder ihr könnt das linke Bein strecken und probieren, den Fuß zu fassen. Wenn es nicht geht, darf ihr in der anderen Krokodilsposition bleiben. Schön tief atmen und achten darauf, dass beide Schultern schön auf dem Boden bleiben. Dass ihr aus dem Hüftbereich öffnet.
loslassen, das Bein, wenn es gestreckt ist, wieder aufs andere legen. Mit der Einatmung zur Mitte zurückkommen, geht der linke Arm aufziehen und zum rechten Bein bringen. Mit der Ausatmung Bein nach links legen. Und nicht nach rechts schauen. Und dann kann der das rechte Bein strecken. Wenn es geht, so es bleiben. Wenn es möglich ist, den Fuß fassen. Schön tief wieder ab. Und geniessen. Aus die Atmen und ausatmen. Geniessen jeden Atemzug. Das Bein wieder anwinkeln, die Atmung zur Mitte zurückkommen, Skibein fassen, ohne das Päckchen für einen Moment mit der Ausatmung. Tief in die Atmen. Konnte die Beine los, den Arm neben den Körper legen. Und in die Klickherzen mit der nächsten Ausatmung beide Beine richtig Decke. Zehe richtig Decke, wenn ihr Mühe habt, Beine heben. Aus neben Körperlade Arm, Bauch schön stark, tief in die Arme. Wenn ihr mögen könnt, mit der nächsten Ausatmung aber Körper wegbringen vom Boden. Die Arme weg und probieren schön stark zu sein. Aus die Atmen, ausatmen. Wenn es streng ist, einfach unten bleiben oder früher rauskommen. Was auch immer geht für euch. Wichtig ist, dass ihr Kraft aus dem Bauch nehmt und tief atmen nicht vergessen. Und dann atmen, nachher Arme ablegen, aus. Skibein fassen mit der Rein ein bisschen mehr anziehen. Tief in die Atmen. Dann kann er mit der Ausatmung Kopf einmal zu. Rechte Seite ausdrehen, bis er leicht in den Händen ein, zur Mitte. Aus, nach links. Ein, zur Mitte. Aus, nach rechts. Bis er leicht in den Händen ein, zur Mitte. Und zur linken Seite mit raus. Und hier zur Mitte. Dann mit der nächsten Ausatmung Kopf richtig Knie. Vielleicht kommt ihr auf Fußsohle fassen, dann machen euch ganz klein, ganz ein kleines Päckchen tief in die Arme. Vielleicht kommt ihr Oberkörper ablegen und die Hände dafür aus Lauf, wenn es nicht geht, bringen die Hände zu den Skibein. Und dann mit der nächsten Ausatmung Beine durchstrecken. Und ich kann die Hände dafür lassen, wenn es nicht geht. Bringen dann die Hände einfach zu den Beinen, wo immer das möglich ist. Bauch schön stark und probieren so viel wie möglich vom Oberkörper auf den Boden zu drücken. So viel wie möglich von der Wirbelsäule auf dem Boden bleibt. Bewusst ein- und ausatmen. Dann los, lass mit der Atmung Skibein fassen. Mit der Ausatmung Bein einen Moment ein bisschen heranziehen. Tief in die Atmung. Und dann kann der mit der Ausatmung das Kind richtig Brustkorb ziehen. Nacken lang mal ein, heranziehen. Und dann fürs mit der nächsten Ausatmung abstellen und ausstrecken. Und euch richtet für Shavasana für unsere Endentspannung. Machen Sie euch so gemütlich wie möglich, dass ihr gut entspannen kann. Schließen eure Augen, atmen schön tief. Genießen jede Atmung, Ausatmung. Entspannen euch. Entspannen eure Zehen, Füße. Entspannen Beine. Entspannen das Gesäß.
entspannende Rocker, entspannende Buch, entspannende Brustkorb, entspannend Schulter, entspannend Arm, entspannend Hände, alle Finger, entspannende Nacken, entspannende Gaumen und den Mund, entspannende Wangen, Augen und Stirn, lang ganz los und atmen tief und gleichmäßig wieder.
kannst du langsam weiter aus der Entspannung kommen, tief wieder. Wir fangen an mit kleinen Bewegungen. Bewegen euch halt mehr und mehr, bis ihr vielleicht einmal ganz lang strecken, vielleicht tut es gehen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch noch einen kleinen Moment auf die rechte Seite ausdrehen, im Herzen ein bisschen Platz machen. So drüber tief hier und ausatmen und dann langsam hochkommen. In einer sitzenden Position. Namaste, danke vielmals. Und heute haben wir noch eine kleine Energieübung für den Schluss. Dann könnt ihr dort noch mitmachen, wenn ihr Lust habt. Könnt schön gerade hocken bleiben, die Hände reiben, richtig fest reiben. Bis viel Wärme reinkommt in die Handflächen. Schön tief atmen, dann auf die Nieren legen, den Nierenbereich legen, durchschliessen. Bewusst einatmen, ausatmen. Ganz bewusst ein und du schön nähere Wärme, Lebensenergie geben und nochmal tief ein. Die Hände zusammenbringen, wieder schön reiben. Jetzt Wärme reinkommt, dann durchschliessen, die Hände aufs Gesicht legen, tief einatmen und du nochmal tief ein. Und aus. Mal tief ein. Und aus. Dann die Hände wegbringen, nochmal schön reiben. Ganz bewusst fest reiben. Ganz warm machen die Handflächen. Viel Energie reinbringen. Dort wieder schliessen, die Hände aufs Gesicht legen. Tief einatmen. Und aus. Mal tief ein. Die Hände über die Stirn, zum Hinterkopf ziehen, aus, über den Nacken. Und dann mit der nächsten Ausatmung richtig fest ausschütteln. Danke viel, viel mal fürs Mitmachen. Namaste.